Wir sind mitten im Dezember und was heißt das in R4? Der Weihnachtsmarkt steht vor der Tür. Ich bin hier gerade in einem alten Video von mir und ich würde sagen, wir gucken mal rein, was höchstwahrscheinlich auch dieses Jahr wieder alles kommen wird. Weihnachtsmarkt, Stippen. Ja, was wird es wohl geben dieses Jahr? Den Weihnachtsmarkt höchstwahrscheinlich wieder und wahrscheinlich auch wieder das Stippen. Ich klicke mal hier so ein bisschen durch das Video aus dem letzten Jahr. Und wir gucken uns einfach mal an, was denn im letzten Jahr für Sachen, für Gegenstände drinne waren. Wir ziehen da vielleicht einfach mal so ein bisschen durch. An verschiedensten Gewässern oder an den ganzen Gewässern gibt es dann halt immer diese kleinen Location hier mit zwei Märkten. Einmal diesen Markt, wo es eben eher Lebensmittel gibt, irgendwelche Süßigkeiten, ein bisschen was zu essen, natürlich auch ein bisschen Alkohol. Und da empfiehlt es sich, ich mache mal eben Pause, das werde ich jetzt dieses Jahr auf jeden Fall nochmal testen. So ein paar Sachen würde ich gerne mir kaufen, die ich das ganze Jahr über konsumieren kann, damit ich viel Energie habe, wenn ich mal in den dicken, fetten Drill gehe. So für das Alltägliche, um mal irgendwie satt zu werden und so, kann man sich hier natürlich auch eindecken, wenn man nicht unbedingt so viel Geld ausgeben will. Was mega krass ist, ist hier der Teller mit der Fischsuppe. Das ballert den Balken für ja, diesen Nahrungsbalken richtig schön nach oben. Das heißt, man ist ratzfatz wieder satt. Was das nicht so sehr bringt, ist quasi Energie. Das lädt zwar dann langsam konstant wieder auf, aber so wie den Kaffee oder einen Tee, dass der einen richtig wieder pusht, das macht das nicht. Und das werde ich dieses Jahr auch noch testen. Das heißt, auch dazu gibt es natürlich nochmal ein Video, dass ich da nochmal Best of sozusagen rausziehe. Was sind so die besten Lebensmittel und die besten Items allgemein am Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr? Wie gesagt, das ist jetzt ja hier aus dem letzten Jahr. Was ich mir auf jeden Fall in großen Mengen gekauft habe, war die Fischsuppe. Kalatsch habe ich auch noch in großen Mengen rumliegen und Pfannkuchen mit Kaviar. Ein bisschen Schokolade jetzt so zum Nikolaus zum Verschenken. Das kann man natürlich auch gerne noch holen. Und so Sachen. Aber das waren hier so die drei Lebensmittel, die ich hauptsächlich hatte. Und was ich im vorherigen Jahr in ganz, ganz großen Mengen hatte, das war hier unten der Spieten. Da war ich aber so ein bisschen überrascht und gleichzeitig auch ein bisschen enttäuscht, denn das steht hier als unter Alkohol. Es hat aber keine alkoholische Wirkung. Vielleicht ist das zu wenig Alkohol, dass man da irgendwie Bonus-XP bekommt oder so. Also ich hatte das, wie gesagt, davor das Jahr schon und jetzt auch vor kurzem nochmal probiert. Man hat halt irgendwie keinen Alkohol-Buff. Vielleicht wird das noch geändert, vielleicht wurde es mittlerweile schon geändert. In der Vergangenheit war das, wie gesagt, leider, ja, vielleicht irgendwie ein Grog oder irgendein Eisgetränk, was auch Energie bringt, aber kein Alkohol. Das war halt ein bisschen irritiert. Da hatte ich, ich weiß es noch, irgendwie, keine Ahnung, 3000 Stück von gekauft oder sowas. Richtig, richtig viel. Weil ich mir dachte, komm, Alter, schön für Bonus-XP ein bisschen durchpushen, kann man doch mal machen. Ja, verschiedene Sachen natürlich auch hier für Gold zu kaufen. Biere, Gläser mit Wodka und so, das ist natürlich, aber es ist natürlich auch preislich nicht so wenig, ne? Also wenn man sich da mal ein bisschen mit eindeckt, das ballert natürlich schon ordentlich rein. Da ist da die Fischsuppe mit 90 Cent und hier so ein Speeden mit einem Silber, das ist vielleicht noch irgendwie im Rahmen für Bonus-XP. Aber alles andere wird dann tatsächlich schon teuer. Ich werde diese Lutscher auch nochmal testen. Vielleicht mit Zucker und so, vielleicht bringt das ja auch was. Und ich glaube, hier gibt es auch noch hier oben ein bisschen zurück. Noch ein Stückchen. Da kommen auch noch diese Limonaden. Die werde ich auch nochmal testen. Also, welches von diesen Getränken, da ist es. Tasse Tee hatte ich auch ein bisschen. Und diese Glöckchen Neujahrsedition, diese Limonade, die werde ich auch nochmal testen. Die große Frage ist da einfach, welches Lebensmittel kannst du dir reinzerren, wenn du gerade im fetten Drill bist und dieses Lebensmittel brauchst du dann halt oder welches bringt dir dann richtig viel Energie?
nicht, was macht den Magen wieder voll, das ist zwar auch ganz nett, dann regeneriert halt die Energie über Zeit richtig schön, aber gibt es hier irgendwas, was dich halt richtig schön nach vorne pusht? Vielleicht kennst du ja auch schon was, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, dass wir uns das dann im aktuellen Weihnachtsmarkt dieses Jahr dann nochmal genau anschauen. So, jetzt klicken wir mal weiter durch. Danach geht es ja weiter nach den Lebensmitteln sozusagen. Geht es dann weiter zu den Sachen aus dem Angelladen. Und da wird es dann nochmal wirklich interessant. Da muss ich echt auch nochmal gucken, ob ich mir die ein oder andere Sache hole. In der Vergangenheit habe ich verschiedene Sachen, ja, vielleicht auch ein bisschen anders bewertet. In Gänze kann man sagen, von den Routen, fangen wir einfach mal oben an. Die Haselnussrouten habe ich, nutze ich ab und zu mal. Sie sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Also in der Preislage sind das Routen, die man durchaus auch verwenden kann. Ich gucke mal kurz ins Inventar. Gehen wir mal eben rein hier in die Haselnussrouten. So sehen die aus jetzt hier im Detail. Es sind halt tatsächlich einfach nur so, so Stöcker, ne? Einfach nur so ein Haselnussstrauch, der ja schön flexibel ist. Und da kommt dann halt die Schnur dran und gut ist. Relativ, also wirklich gutes Wurfgewicht. Länge ist voll okay. Also gerade so, wenn man im Anfangsbereich ist, tendenziell eher in Richtung Posenangeln gehen will, lohnt sich das Ding tatsächlich. 6,5 Kilo Tragfähigkeit ist auch gar nicht so schlecht. Schöne Schnur drauf. Ich glaube, da gibt es irgendwas so im Bereich von 5, oder hier, guck mal hier, 6,2, das ist ja perfekt. Man hätte hier eine 6,2er Schnur auf 6,5er Stippe und kann dann damit richtig schön Gas geben. Ne? Also das wäre halt durchaus eine Option dann für, ja, vielleicht sogar auch schon bis hin zur alten Festung, wenn man so in diesem Levelbereich unterwegs ist und da dann das Stippen gerade im Fokus hat, dann wäre das doch durchaus eine Möglichkeit. So, gucken wir nochmal eben rein. Dann gibt es ja hier, ich glaube, ich gehe sogar hier durch im Video. Ich gucke mir das gerade nochmal eben an. Gehen wir da nicht durch? Genau, was ist alles wichtig? Da kommt das, da kommt das, da kommt hier. Ich gucke mir das gerade nochmal eben an. Die Schnüre, ja, die werden wir auch auf jeden Fall nochmal im Blick behalten. Genau, da ist sogar jetzt die Haselnussrute, jawohl, da sehen wir auch nochmal die Sternebewertung, den Preis, zwei Sterne Bewertung, aber es ist eben auch, ne, ab Level 3 eine Rute, von daher ist das halt für den Einstieg jetzt gar nicht so schlecht, die Werte sind auch ganz gut, der Preis ist super, für 90 Tacken ist das, glaube ich, ein gutes Ding, um da langsam vorwärts zu kommen. So, was haben wir hier? Hier haben wir dann nochmal eine weitere Stipp-Route und zwar eine Medium Light, beziehungsweise war hier nicht sogar noch eine Light dabei. Gucken wir mal eben, das hier ist die erste, ne, das ist alles Medium Light, genau. Das ist natürlich auch gar nicht so verkehrt. Bonus XP werden dann da nochmal mit drauf, alles ein bisschen leichter. Tragfähigkeit um die 9 Kilo herum. Gucken wir mal eben, wie sieht es hier bei der dritten aus. Dit und dat. 6 Meter Länge, 8 Meter Länge hier bei der, genau, Tragfähigkeit, ja, 9,1 Kilo. Preislich auch durchaus okay. Die Routen insgesamt machen wirklich einen ganz guten Eindruck. Ich habe mir die Spinning-Route geholt, da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu. Auch ein richtig schönes Ding. Also auch das lohnt. Dann haben wir hier nochmal eine Light-Route. Ich glaube, in dem Video habe ich gesagt, eine Ultralight. Das ist natürlich keine Ultralight, sondern eine Light-Route. Hat natürlich schon einen ordentlichen Preis, aber auch plus auf die Montagen. Das heißt, Feststellmontage, Laufpostmontage plus Bonus-XP, ja, kann man durchaus machen, wenn man so leicht unterwegs sein möchte. Bei diesen ganzen Stippen muss ich allerdings auch sagen, wenn man wirklich da hart reingehen will, gibt es, glaube ich, im normalen Geschäft auch schon sehr, sehr gute Stippen. Und wenn man dann wirklich Rekord geiern will und in die Rekorde rein will mit Ultralight, dann gönnt man sich einfach die teuerste Ultralight-Route und ist damit dann, glaube ich, richtig gut bedient. Und da muss man eigentlich nicht so ein, es gibt halt keinen Mehrwert, ne? Warum sollte man sich eine Light-Route holen,
wo ist der Bonuseffekt? Also man macht es sich selbst ja einfach nur noch schwieriger. Man hat ja keine Special-Tabelle dafür oder sowas, dass man da irgendwo in einem Ranking ist. Also einen riesen Vorteil hat man da dann leider nicht. Genau, dann kommen wir hier zu den, sind die das? Ist das, glaube ich, die nächste hier, ne? Das ist die Spinning-Rute. Ist sie das? Ne, das ist die Bollo. Richtig, aber die heißt so ähnlich. Oder genauso. Das ist die Bollo. Wäre auch nochmal eine Idee, wenn man da wieder Bock hat auf Pose. Aber auch da nicht zwingend erforderlich. Also es gibt Vergleichbares auch durchaus im Normalmarkt. Sehr empfindlich, sehr fein das Ganze. Nicht so wahnsinnig viel Power. Wurfgewicht ist okay, Länge ist soweit okay. Ja, ist ein ganz okayes Teil mit 10 Kilo oder 9 Kilo Tragfähigkeit. Kann man, glaube ich, ganz gut machen. Ja, aber wie gesagt, Bollo ist eben auch so ein Übergangsteil, ne? Ich habe die ganz billigen Bolognese-Routen in Verwendung, wenn man mal so auf Frosch geht oder sowas. Und ansonsten verwende ich eigentlich dann auch immer die Match. Sobald es ein bisschen, ja, ein bisschen größer wird als, keine Ahnung, Hasel und Laube, dann verwende ich schon direkt die Match-Route, weil Match-Route ist einfach vom Feeling her viel besser, hakt viel besser und man kriegt auch noch von dem Basis-XP auch noch mehr XP im Vergleich zum Bollo. Bollo ist leider auch hier so ein bisschen, ja, bisschen überflüssig im Game. Es ist ein netter Zwischenschritt, aber auch da ist es wieder so, warum macht man es sich selber schwieriger? Kann man natürlich machen, wenn man irgendwie ein Fan ist davon, im Real-Life-Angeln vielleicht. Aber ansonsten einen riesen Mehrwert hat Bollo eigentlich nicht im Game. Was haben wir denn da als nächstes? Dann kommen wir hier rein jetzt in die Spinning-Route. Das ist sie mit 50%, genau, 2 Gramm bis 10 Gramm Wurfgewicht. Die verwende ich jetzt gerade, da gucken wir auch gerade mal eben rein. Hier ist sie, die verwende ich zum Beispiel gerade auch am Yama, wenn es da auf die ganz kleinen Fische geht oder wenn es einfach darum geht, kleine Köder rauszuballern. 2 Gramm Wurfgewicht auf einer Leitroute, das heißt, wir können maximal eine 2000er Rolle verwenden und das geilste da ist tatsächlich hier die Simon JSX. Sensationelles Gerät, nicht ganz billig, aber hier sind wir ja dann auch im Endgame-Bereich unterwegs. Das ist wirklich hier nochmal dann, ja, sahnemäßig. Klar kann man natürlich auch mit was Kleinerem hier unterwegs sein, aber die 2000er Rollen sind halt leider alle ein bisschen schlecht. Die haben halt immer sehr wenig Schnurkapazität drauf und dann auch noch recht wenig Tragfähigkeit. Deswegen so eine 2000er ist immer ein bisschen tricky. Das macht ja auch zum Beispiel das Belaya Setup so sensationell, dass es Medium Light ist. Das heißt, wir können sogar eine 3000er Rolle verwenden. Und da ist dann das Verhältnis zwischen Bremskraft, Schnurkapazität und Preis deutlich besser. Ja, aber nichtsdestotrotz, die Route gerade so fürs Spinning am Belaya auch durchaus eine Option. Was ich sagen muss, ich finde es mega geil hier, so mit diesen Bindungen, die Schnüre hier, die gewachsten dann immer schön um die Ringe herum zum Schutz auch nochmal sensationell gemacht. Das ist halt dieser klassische, dieser Retro-Stil quasi, sehr, sehr cool. Es gibt ja auch diese Retro-Rollen. Gucken wir gerade mal eben im Shop. Die sind ja jetzt auch dann das letzte Mal normal in den Shop reingegangen. Also bei den Stationärrollen waren die nicht hier ganz unten, genau. Ich hätte mir ja auch gerne, ich sage dir wie es ist, sowas hier noch gegönnt. Ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Diese hier, diese Overlord-Rollen. Und die gibt es auch noch, glaube ich, in verschiedenen, ne? Ne, das ist jetzt hier wieder, aber auch nicht schlecht, ne? So im Retro-Style dann, hier das Teil, schön passend dann nochmal mit 10 Kilo, die hatte ich noch, ja, aber ist halt mit Gold zu kaufen, ne? Das Teil, und es ist langsamer. Und es ist langsamer. Aber vom Style her würden die halt super dazu passen. Hätte ich halt, wie gesagt, schon Bock drauf gehabt. 9,5 für 10.000. Ja, nicht gerade wenig. Das Teil hier ist
im Beluga, nee, ist im Simon Store, der ist am Bernsteinsee, kann man das ganz gut kaufen. Dann geht es hier auch noch weiter mit den Fiederhuten. Die sind hier am Ende und die Fiederhuten auch gar nicht verkehrt. Sehr, sehr gutes, also von der Länge, vom Wurfgewicht her richtig gut. Hatte der Devilus in der Verwendung mit seinem Zweit-Account, sein Grund-Account Main. Hatte auch, wie gesagt, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Hat die richtig hart durchgeangelt, auch auf Karpfen. Die haben tatsächlich da eine ganz gute Leistung gebracht. Nichtsdestotrotz ist es so, Karpfenruten auch da haben wieder den Vorteil, dass man eben in der Kategorie Grundangeln die höchste Kategorie wählt, dadurch die meiste Basis-XP pro Fisch bekommt und Fiederrute ist halt einfach Basis und dementsprechend, ja, verdient man eben auch ein bisschen weniger XP-se. Trotz allem, wenn man sagt, okay, ich will gar nicht so in Richtung Karpfen groß gehen, ich mache ein bisschen Plumpsangeln vielleicht nur, kann man sich auch gut solche Fiederruten holen. Hier sehe ich gerade noch mal kurz die Infos genau zu der Fiederrute. Sehr schön, ich dachte schon, ich wäre die übergangen. Genau, 26 Kilo Tragfähigkeit und das Wurfgewicht. Ja, passt halt super. Power ist auch ganz okay. 4-Sterne-Wertung für, ja, 800. Aber wie gesagt, auf Karpfen und Co. Dafür ist das vielleicht für den Anfang okay. Aber irgendwann kommt man halt um die Karpfenruten nicht drum herum. Ab Level 15 theoretisch kann man sich das schon gönnen, das Teil. Und wäre dann natürlich schon, ich sag mal so, bis Mitte 20 auf jeden Fall gut unterwegs mit diesen Dingern. Nichtsdestotrotz ist halt der Weg, den ich zum Beispiel im Video gezeigt habe, was kaufen. Ich verlinke das am besten auch nochmal. Dieser mittlere Weg, der zweite Weg, ist, glaube ich, so der entspannteste und der leichteste Weg, durchs Game durchzugehen und sich dann quasi von so einer Rolle wie der HSV ab Level oder ich sag mal im mittleren 20er Levelbereich, 20, 30, dass man sich dann von so einer Rolle irgendwann trennt und sagt, okay, jetzt geht es weiter. Und dann kann man auch in Richtung von zum Beispiel dieser Overlord hier gehen. Die Overlord ist sensationell von den Werten, hat eine sehr, sehr gute Bremskraft, es passt super viel Schnur drauf. Und das Gute ist, das Getriebe hat auch noch richtig viel Power. Also das ist wirklich ein grundsolides Teil. Ich lasse noch mal ein bisschen weiterlaufen. Genau, da geht es dann hier gleich nochmal um die kleineren Rollen. Die hier zum Beispiel, die sind alle, sagen wir mal hier die ersten, die sind alle, ja, nice to have, wenn man keine anderen Sorgen hat, wenn man vielleicht irgendwas gerade sucht, was genau speziell dahin passt, eine Tausender Rolle. Also es ist auch absolut austauschbar und nicht zwingend notwendig, ne? Hier haben wir schon wieder das Beispiel, 2000er Rolle, 5 Kilo Bremskraft. Wenn man Leitangeln will, warum auch immer, kann man das machen. Es ist halt so, im Moment gibt es keinen riesengroßen Vorteil, wenn man auf Leit geht. Einziger Vorteil ist vielleicht das Wurfgewicht der Rute. Dann hat man aber den Nachteil wieder, dass die Schnurkapazität so gering ist. Also im Großen und Ganzen, ja, eher, also wirklich zu vernachlässigen, da doch dann wieder auf Medium Light oder halt Ultra Light gehen mit Baitcast. 4000er Rollen, ja, auch eher selten. Klar, kann man natürlich gut auch verwenden fürs Spinning im leichten Bereich. Wenn man da zum Beispiel eine Medium Hard Rolle hat, die kann man mächter und man möchte da fein und leicht unterwegs sein. Auch das könnte man machen. Ich hatte mir die Full Metal auch noch gekauft. Hier ist das Gerät, die Full Metal 60. Auch richtig schön robust. Schmierung habe ich mittlerweile ein bisschen durch, weil ich die auch mal hart verwendet habe, eine ganze Zeit lang am Yama. Vom Verschleiß her ist das alles ganz entspannt, passt das wirklich ganz gut. Ansonsten von den Wertungen, ne, mit 18 Kilo Bremskraft auf einer 6000er ist das auch richtig top. 6000er Rollen ideal eben auch für das Spinning, weil man damit eben auch richtig schön weit auswerfen kann. Leichter Nachteil, gerade auch am Yama,
wenn man wirklich ein Gewässer hat mit viel oder mit einer starken Strömung, kann diese langsame Übersetzung manchmal so ein bisschen reinspucken. Das heißt, man kurbelt auf Maximum und der Fisch schwimmt dir entgegen. Du verlierst die Spannung. Du kommst einfach nicht schnell genug, du kriegst die Schnur nicht schnell genug rein. Kann halt manchmal ein bisschen nachteilig sein. Da muss man wirklich ein bisschen laufen oder die Rute halt wieder mit bewegen. Bisschen tricky das Ganze. Wie gesagt, im Großen und Ganzen grundsolides Teil. Wenn man sich da noch mal ein bisschen was gönnen will, dann ist die Full Metal durchaus eine Option für 5.500, auch preislich ganz interessant. Tama Silver auch natürlich interessant. Ich guck mal, ob wir da noch ein bisschen näher reingehen. Genau, da ist sie hier in dem Bereich. Da haben wir sie, die Tama Silver 80. 24 Kilo Tragfähigkeit oder 24 Kilo Bremskraft für 14.000 Silber ab Level 26. Ja, ich würde sagen, vielleicht auch da eher im Bereich vom Spinning einzusetzen. 8.000er Spule könnte man vielleicht natürlich auch als Allrounder nehmen. Ich habe das Teil nicht getestet, muss aber auch sagen, in dem Levelbereich sind dann vielleicht andere Rollen interessanter. Ja, 24 Kilo ist wirklich okay, aber ich glaube, da ist die Overlord dann doch nochmal einen Ticken besser. Also macht da wirklich mehr Leistung, bietet da einfach mehr. Gucken wir einfach gerade nochmal rein. Zack, da ist sie. Overlord 24,5. Ja, ist natürlich auch ein bisschen teurer. 8000er, super schöner Kopf sozusagen, großer Spulenkopf sozusagen, wo auch viel drauf geht. Auch das Teil habe ich selber nicht verwendet, aber es gibt einige Spieler, die darauf schwören und sagen, abgefahrenes Teil, gerade auch fürs Karpfenangeln. Da ist die Geschwindigkeit sogar vorteilhaft, dass man eher langsam einkurbelt. Riesenvorteil einfach das Schnurfassungsvermögen der Rolle, des Spulenkopfs, da geht richtig viel drauf. 24,5 Kilo an Bremse ist sensationell und ich gucke gerade nochmal eben in meine Liste. Genau, das Teil wird hier angegeben mit 80, also rund 80 Kilo an Getriebekraft. Aufwerten kann man das dann nicht mehr, aber ich glaube, das braucht man dann auch nicht. Das ist halt wirklich schon so, wie es ist, richtig gut. Und der Vorteil, es ist halt 5 Sterne bewertet. Das heißt, man hat wirklich eine hohe Qualität und wenig Verschleiß. Das ist halt gut. Und man kann das ja dann auch noch schön mit einer Monoschnur beangeln, weil da eben so viel Schnur drauf passt. Man sieht es hier oben, weil da so viel Schnur drauf geht, kann man da eben auch schön eine Monoschnur verwenden, was eben den Verschleiß nochmal ein bisschen reduziert. Also das ist durchaus eine Kaufempfehlung, wenn man in diesem Levelbereich ist, wenn man sich gerade überlegt, kaufe ich mir jetzt vielleicht eine Megara, kaufe ich mir vielleicht eine Tagara. Was ist der nächste Schritt nach der HSV zum Beispiel, wenn man in diesem Bereich gerade unterwegs war oder man hat eine Alpha zum Beispiel gehabt, dann kann man das als nächstes gute Rolle durchaus nehmen. Wenn ihr natürlich plant, am Ende Störe zu angeln und die ganzen dicken Brocken rauszuziehen, dann vielleicht durchsparen bis hin zur Wenger. Direkt auf 32.000 Silber sparen. Ist zwar hart, aber man gibt ja jedes Mal, stell mal vor, du gibst jetzt die Kohlen hier aus, hast die Hälfte quasi schon geschafft und auf der Hälfte der Strecke gibst du auf und sagst, ach komm, ich schmeiß die ganzen Kohlen weg, ich fange lieber wieder von vorne an. Es ist halt Blödsinn, wenn man halt am Ende eine Rolle rumliegen hat, die man nicht verwendet. Deswegen durchziehen das Sparen und dann am Ende das halt kaufen, was man wirklich lange verwendet. Sowas hier kann man eben auch sich gut kaufen, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt erstmal Karpfen, ich habe Bock auf Karpfen, das ist gerade genau mein Ding. Dann schön durchziehen damit und dann Attacke Vollgas, die Karpfen rausziehen, damit wieder Kohle machen. Und wenn man dann irgendwann sagt, ach komm, jetzt gönne ich mir auch nochmal eine Wenger oder so, wenn man vielleicht mal ein bisschen schleppen gehen will oder vielleicht doch mal auf Stör geht oder auf Wels, dann kann man das natürlich dann im Nachhinein mit dem ganzen erangelten Karpfengeld machen. Wenn man natürlich sagt, Karpfen ist mein absolutes Limit, mehr will ich eh nicht, dann lohnt sich vielleicht eher noch die Megara. Auch ein sensationelles Teil. Ja, dann geht es hier unten noch weiter mit den verschiedenen Baitcasts, mit den Round-Profile-Rollen. Wir haben hier einmal die Minister 2000. Ja, auch hier wieder der Punkt, es ist halt eine 2000er-Rolle. Fürs Ultralight-Angeln nicht interessant.
Da ist auch das Wurfgewicht ein bisschen zu hoch. Und wir haben eben wieder den Punkt, was macht man mit so einer 2000er? Es ist halt nicht wirklich sexy, ne? Hier haben wir sie im Detail. 5,5 Gramm Wurfgewicht. 9 Kilo Bremskraft ist gut. Ja, kann man machen, kann man verwenden. Es gibt halt günstigere und vielleicht sogar auch bessere Wege, wenn man das Ziel hat, kleine Köder auszuwerfen, dann gibt es eben einfach bessere Sets als das. Bessere Rollen und bessere Routen oder man geht einfach einen etwas anderen Weg und vor allem kohlemäßig, ist das schon ein bisschen viel. Dann gibt es hier noch die Castmaster. Da könnte man sich tatsächlich überlegen, einfach mal zuzugreifen. Das ist eine 5000er. Das wäre dann aber allerdings eher sowas fürs Hechtangeln. 15 Kilo Bremskraft ist halt ganz nett. Kann man, glaube ich, ganz gut verwenden. Schnurkapazität ist jetzt nicht überragend. Das wäre halt eine Möglichkeit. Was da halt wirklich deutlich interessanter ist im Bereich vom Baitcast oder Round Profile ist dann hier die 5000er Tama, die Saal 5000. Das Teil ist durchaus eine Option. 18,5 Kilo an Wurfgewicht, an Bremskraft. Das Wurfgewicht liegt bei 11 Gramm. Also das ist halt durchaus eine Möglichkeit. Das kann man, glaube ich, ganz gut nehmen. Hat einen kleinen Nachteil, wenn man das Teil verwenden will fürs große Welsangeln, dann passt da super wenig Schnur drauf. Es hat aber auch gleichzeitig einen riesen Vorteil und da gucke ich auch hier nochmal eben kurz in meine Liste. Also der riesen Vorteil bei dieser Rolle ist auch hier dann nochmal die Getriebekraft. Wir haben richtig Power da drin. Über 100 Kilo Getriebekraft. Die Bremse, ja, mit 18,5 ist ganz nett. Wir könnten hier einfach eine dicke, fette Schnur drauf machen, wo wir dann die Bremse dicht machen und dann einfach mit der Schnur, mit dem Getriebe versuchen, den Fisch einfach schlagartig auszubremsen und nichts geht mehr. Nachteil, wenn man dann doch aufmachen muss, weil der Fisch vielleicht zu groß ist, ist dann nicht mehr so richtig viel Schnur drauf. Es passt halt leider nicht so wahnsinnig viel Schnur drauf, aber im Großen und Ganzen kann man sich das Teil durchaus nehmen, kann man sich das durchaus kaufen. Ich liebäugle auch damit, der Preis ist sensationell, 8000 für so ein Teil. Also damit kann man wirklich mal auf die großen Brocken gehen. Sowas fürs Hechtangeln zum Beispiel ist perfekt. Das kann man, glaube ich, ganz gut machen. Fürs Welsangeln, ja, wie gesagt, da muss man halt ein bisschen aufpassen mit der Schnurkapazität. Wird wahnsinnig knapp. Aber versuchen kann man es und wie gesagt fürs Normale, jetzt nicht Übertriebene, wenn man ganz normal die Bremse verwendet, ganz normal Spinning damit macht, auch damit ist das natürlich richtig gut, super Sternebewertung und das in der Preislage, also das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, was kommt als nächstes dieses Jahr? Höchstwahrscheinlich kommt auch dieses Jahr wieder das Weihnachtsstippen, das Geschenkestippen. Wenn das wieder kommt, ihr seht hier vorne neben dem Steg liegt schon meine Haselnussrute, die ist schon draußen. Ja, dann geht es hier zum Moskitosee und am Moskitosee geht es dann eben darum, die Geschenke rauszustippen. Wir machen mal den Ton eben wieder aus, so. Und da haben wir hier so eine kleine Übersicht, was es denn so an Geschenken gibt. Also, es gibt hier verschiedenste Beutelchen, verschiedenste Säckchen, die man rausziehen kann, in verschiedenen Anzahlen. Ne? Ein Beutel, Geschenk, bla bla bla, Gefisch 0 von 5. Also man kann dann hier quasi 5 Stück von diesem, 3 Stück davon, 2 Stück davon, 1, 1, 1, 1, 1 und so weiter. Die werden dann immer besser in den Qualitäten, also vom Inhalt, kommen da immer spannendere Sachen raus. Und die kann man dann halt hier so locker flockig mit der Stippe rausziehen. Eine Stippe kann man immer nur verwenden. Und ich sag mal, Köder, Hakengröße und sowas ist eigentlich wurscht. Ich würde da nicht zu fein reingehen, denn es gibt auch manchmal Nieten. Und diese Nieten, ich hoffe, dass es dieses Jahr ein bisschen was anderes wird.
Im letzten Jahr war es hier altes Eisen. So ein olles Bügeleisen. Da hätte ich mir ja schon gewünscht, dass da noch so ein Datum drauf ist. Das wäre irgendwie cool gewesen. Denn davor im Jahr 21 gab es hier so ein Kettlebell, so ein Gewicht. Ja, und wenn man sowas hier rausziehen muss, dann ist das natürlich immer sehr, sehr tricky. Ja, wie gesagt, alte Eisen kann man dann auch rausziehen. Und die, wenn die auf dem Grund liegen, auf der Stippe, das ist schon heftig. Was kann noch drinne sein? Premium kann drinne sein. 3 Tage, ich glaube bis zu 7 Tage Premium kann mit drinne sein beim Geschenke stippen. Ansonsten sind auch mal einfach hier so Lebensmittel, so ein Sixpack. Limo ist mit drin. Oder hier, sieht immer aus wie so Silvesterböller. So ein Pack D-Böller. Big Pack. Nee, es ist Käse. Also Schmelzkäse-Snack. Eine Riesenpackung. Oder einfach mal lecker Schokolade hier. Schön die gute dunkle Schokolade. Und natürlich auch mal was Praktisches hier. Verschiedene Boilies. So ein Boilie-Pack. Auch richtig cool. Und dazu können da natürlich nochmal bessere Sachen drin sein. Schnüre und sowas sind, glaube ich, auch mit drin. Wie gesagt, Premium-Tage. Und es kann tatsächlich eine Wenger mit drin sein. Ich glaube, sie war blau oder war sie schwarz? Ich glaube, sie war blau. Eine Wenger kann einfach in so einem Beutel mit drin sein. Ist das der Hammer? Also ich glaube, das Stippen, das lohnt. Gucken wir nochmal gerade rein. Genau, da wird hier 3 Tage oder 5 Tage Premium. Blendet sich hier auch gerade nochmal ein. Und dann kann man das ja auch direkt nutzen, auch wenn man selbst kein Premium sich leisten kann oder möchte, kann man dann natürlich so ein rausgestipptes Premium verwenden, um dann diese beiden letzten Beutel rauszuziehen, die eben auch nur mit Premium rausziehbar sind. Das wäre natürlich dann der Hammer, wenn man dann hier vielleicht auch noch ein richtiges Highlight in den Säckchen hat. Das, genau, da sind dann hier die Säckchen, die sind dann halt so drin, dann kann man die Stück für Stück alle aufmachen. So sieht das dann aus, ich guck gerade mal. Und das hier ist das Setup, mit dem ich da unterwegs war. Tatsächlich, ja, wie gerade schon gesagt, hier mit dem 6,2 Kilo Setup hier oder 6,2 Kilo Monoschnur. 24er Haken, einfach für eine hohe Frequenz, damit da schön eins nach dem anderen auch reingeht. Und dann gib ihm. Also es ist relativ simpel, man muss gar nicht so wirklich viel beachten und dann läuft das irgendwann hier los. Gucken wir mal eben, da kommt tatsächlich so ein Sack gerade rein und da ist, glaube ich, irgendwas Dickes, Schweres dran. Ich gucke gerade mal eben, ich spule noch mal ein bisschen zurück. Ui, 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 da kommt der raus. Was sagt er da? Das ist kein Restmüll aus Tschernobyl oder weiß der Geier was. Hat er wohl recht. Das ist, Alter... Da haben wir doch so ein Säckchen. Juhu. Komm, sehr schön. Sehr gut. Ja, Geschenke öffnen, genau. Mache ich dann immer im Livestream, alles nacheinander aufmachen und gucken, was da alles so drin ist. Genau, das erwartet uns höchstwahrscheinlich auch dieses Jahr. Ich bin gespannt, wann geht das Ganze los? In den letzten Jahren war es immer kurz vor Weihnachten. In Russland feiert man ja dann irgendwie eher so Väterchen Frost oder sowas. Das heißt, da ist ja dann die besinnliche Zeit eher so Anfang Januar bis Mitte Januar. Und das heißt, es wird eben international so ein bisschen... Ja, ich sag mal, kurz vor Weihnachten gestartet. Ich schätze einfach mal irgendwas so ab dem 20. bis 24. Also ab dem 20. rum geht es dann irgendwann los. Vielleicht 22. 3 oder sowas. Irgendwie so kurz davor geht es dann los. Und in der Regel ist es dann eben, ja, dass dann der Weihnachtsmarkt da ist, das Geschenkestippen ist da und dann Attacke Vollgas. So viel Info dazu. Uns erwartet im Weihnachtsmarkt natürlich noch weitere Dinge. Das sieht man alles noch hier in dem anderen Video. Es sind Spinner noch, die man kaufen kann. Es sind Wagglerposen, die sensationell sind. Es gibt Futterkörbe, es gibt Boilies, es gibt Schnüre, sensationelle Angelschnüre, die man auch richtig gut verwenden kann. Also all das gibt es natürlich noch im Weihnachtsmarkt. Ich bin erstmal ein bisschen gespannt, was auch dieses Jahr kommt, wann kommt er, und dann würde ich sagen, gucken wir da auf jeden Fall nochmal gemeinsam rein. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn es dir geholfen hat,
Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr, Petri.